Das ist eine Geschichte mit Metallen, um die sich die gesamte Welt reißt. Es geht heute um seltene Erden, die Ausgangsstoffe schlechthin, wenn es um unsere Transformation der Wirtschaft geht. Hin zur E-Mobilität, hin zur Erneuerbarkeit, hin zur Nachhaltigkeit. All diese Transformationen, die benötigen sehr viele Rohstoffe. Und die seltenen Erden, die sind Rohstoffe, die in nahezu jedem Plasmafernseher, in jeder Fernbedienung, aber auch in jedem E-Auto stecken. Und diese seltenen Erden, die kommen häufig aus China. Doch in diesem Video, da schauen wir auf ein Unternehmen, das sich hier bewusst ein anderes Ziel gesetzt hat. Die Unabhängigkeit von China und die Produktion und Exploration und Förderung von seltenen Erden in den USA. Und dafür gibt es von allen Seiten zahlreiche Unterstützung, denn das Projekt ist gefragt und spannend. Die Nachfrage nach seltenen Erden, die schießt durch die Decke, während das Angebot kaum mithalten kann. Gute Ausgangsvoraussetzungen also für das unter anderem in Australien gelistete Unternehmen American Rare Earths mit mehreren hochspannenden Projekten in verschiedenen Bundesstaaten der USA. Wir schauen heute auf die Projekte und sprechen mit dem neuen CEO Chris Gibbs. Chris Gibbs bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit, denn er hat bereits einige Minenunternehmen erfolgreich geleitet und nimmt sich nun seit dem 1. November 2021 der neuen Herausforderung als CEO von American Rare Earths an. Chris Gibbs habe ich zunächst einmal nach einem groben Überblick über die Strategie und den Fokus von American Rare Earths mit seinen Projekten gefragt. It's our vision at American Rare Earths to build the next major rare earth and critical materials business that will play a major role to help restore the supply chain of these critical materials for the United States of America. Now, it's no secret that the United States recognizes the risk from China as it relates to the need to onshore these materials from a national security and supply chain risk perspective. Now, we've long recognized the need to play a key role in onshoring these critical materials in the US. With US projects and leadership, we're well positioned to play a key role. We've got an office in Phoenix, in Arizona, and we've also been establishing Western Rare Earths, which is our wholly owned subsidiary of the company. Now, the company owns 100% of the La Paz project, which is located 170 kilometers northwest of Phoenix. And we also own 100% of the Halleck Creek project, which is approximately 3 hours out of Denver in Wyoming. Now, what's exciting about that project, that actually has the potential to be a bigger project than La Paz. Now, we've also got a project in Nevada called the Searchlight Project. And all three projects are in excellent mining jurisdictions. Chris Gibbs ist kein unbeschriebenes Blatt im Mining-Sektor. Er bringt zahlreiche Erfahrungen aus seinen vorherigen Projekten, beispielsweise bei Barrick Gold oder Thompson Creek Metals oder auch Centerra Gold mit. Dort hat er in ganz verschiedenen Projekten, meistens in Nordamerika, Minen von der Exploration bis hin zur Produktion geführt. Sein Entrepreneurial Mindset, das hat er bereits sehr früh entdeckt. Als Kind einer Farmerfamilie im Bundesstaat Western Australia war ihm das eigentlich nicht unbedingt in die Wiege gelegt, aber er hat sich hochgearbeitet und ist heute damit ein gefragter Experte im Mining-Sektor mit viel Erfahrung, die er jetzt bei American Rare Earths einsetzt. Doch was konkret ist auf der Agenda von Chris Gibbs und welche Vision verfolgt er? Das habe ich ihn einfach persönlich gefragt. Yeah, my vision here is to create not just a mining company, but to move this company, not just from developing company, but through to essentially processing and refining metals. And so my personal vision here is to build the next major rare earth critical materials company that is shoring up this critical shortage of these materials for the US. To be more than just a mining company, but it is to move into building that processing capability and being part of that technical revolution to actually be at the forefront of rare earth processing and refining. Schauen wir nun einmal konkreter auf die Projekte, die American Rare Earths verfolgt. Da wären zunächst einmal Projekte in Australien, aber vor allem auch zwei sehr spannende Projekte in den USA. Seltene Erden, die sind prinzipiell an sich recht leicht zu fördern, allerdings unglaublich schwer zu trennen vom restlichen Material und dann auch zu verarbeiten, sodass sie verwendet werden können. Und die meisten dieser Vorkommen, die befinden sich in der Mongolei, also überwiegend in China. Und das heißt, wir sind ein Stück weit abhängig von dem chinesischen Angebot an seltenen Erden. American Rare Earths ist nun ein Unternehmen aus Australien mit den Projekten in den USA, das hier einen anderen Ansatz verfolgt.
Die Vorkommen werden direkt in den USA exploriert, entwickelt und schließlich auch gefördert. Und auch der Absatzmarkt, also der Abnehmer, der befindet sich überwiegend in den USA. Wir haben hier also eine Domestic Production in einer sogenannten Safety Restriction. Das heißt, die Projekte von American Rare Earths, die sind auch politisch gewollt und unterstützt. Mehr dazu später. Aber was genau passiert nun in Arizona und in Wyoming, den beiden Orten, in denen die Projekte aktiv sind? Besonders interessant ist hier zunächst das La Paz Project im Bundesstaat Arizona im Süden der USA. Hier wird derzeit ein Vorkommen von Scandium erforscht. Scandium ist unglaublich wichtig in ganz verschiedenen Wirtschaftsbereichen und Chris Gibbs, der gibt uns einen Einblick in den aktuellen Fortschritt im La Paz Project und wir werfen noch einen Blick auf das Projekt im nördlich gelegenen Wyoming. Look, La Paz, this is a great project. It's situated in an excellent jurisdiction. It's got a dual compliant resource of 170.6 million tons. It's got great infrastructure, but what's great about this project is that it's got some significant upside. I liken this project to a large copper porphyry deposit. And so, what we're focused on in 2022 is we've got a drill program that actually commences the later part of this month, where we're doing additional drilling in the southwest zone. And we've identified just over 700 to around 900 million tons of additional rare earth mineralized rock that we believe is at this location that's come out of our geology work that's been done to date. So our key focus is to drill at the La Paz project. We've also got metallurgical testing, which is taking place with Wood Nagrum, that we expect those results to come back in Q2. The later part of this year, we're hoping to put together a PEA for the La Paz project. Let's not forget, there's also one other project which I'm very keen on, and we issued some press releases on this, and we are going to be doing our maiden drill program at the Halleck Creek project. We believe this project has the potential to be larger than the La Paz project. The rare earth grade for this project, significantly higher than La Paz. We're talking here at 2,330 parts per million through to 2,912 parts per million of rare earth grade. So it's an exciting project. The exploration permits have been approved and we plan to commence drilling as soon as the weather permits. Right now we've got the driller organized and on standby, and we're likely to commence drilling there in Q1, early Q2 of this year. And then we'll continue to develop that project moving forward. Wir sprechen hier also von mehreren hochspannenden Projekten in den USA und besonders im La Paz Project, da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Die Ressource, die wird stets immer mehr erweitert, die Zahlen sehen gut aus und zum Ende des Jahres, das hat Chris Gibbs ja eben auch angekündigt, da soll eine PEA folgen, das heißt ein Pre-Economic Assessment, wo wir nochmal mehr herausfinden darüber, wie profitabel eine mögliche Mine hier arbeiten könnte. Aber auch das Halleck Creek Projekt in Wyoming, das bietet das Potenzial, ein Company-Making Asset zu werden, also von großer Bedeutung für die zukünftige Firmenentwicklung. Wir halten euch auch darüber hier bei Axino Capital natürlich auf dem Laufenden. Aber viele Projekte und jede Menge Milestones, die erreicht werden wollen, die brauchen natürlich ausreichend Finanzierung. Gut, dass American Rare Earths auch in der Finanzierung richtig aufgestellt ist. Besonders der Großaktionär Fidelity spielt hier eine Rolle. Das heißt, die Aktivitäten, die sind finanziell gedeckt und vor allem sind die Bohrgenehmigungen zum Beispiel im La Paz Project bereits vorhanden, sodass in den nächsten Wochen bereits mit dem Drilling wieder begonnen werden kann und die Projekte Fortschritt machen. Es sind Breaking News, die wir in den letzten Tagen aus den USA erhalten haben und direkt auch eine Auswirkung auf den Aktienkurs von American Rare Earths zeigten. Denn der US-Senat, der beschäftigt sich mit einem Antrag, bis 2026 keinen Import mehr von seltenen Erden aus China zuzulassen, sondern verstärkt unter der Führung des Pentagons die Produktion und die Förderung von seltenen Erden in den USA anzugehen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für Unternehmen wie American Rare Earths, die sich ganz gezielt unabhängig von China mit eigenen Projekten in den USA aufstellen und so diese Bedingungen erfüllen. Welches Potenzial gerade diese Ankündigung für euch als Investoren bedeutet, das habe ich Chris Gibbs ebenfalls nochmal gefragt. Now the main benefit from our projects being US-based is that it meets the needs of the US government strategy to ensure the supply chain is onshored. And we've seen in the past there's been presidential orders from the last two presidents and bipartisan legislation to promote domestic upstream and downstream production of rare earths.
the government in the US is throwing over $800 million for research and development. So there's significant funding, but in addition to the significant funding, there are also tax benefits breaks and a number of R&D opportunities from being US-based. Das US Critical Materials Institute, das ist eine der entscheidenden Institutionen in den USA, wenn es um die Entwicklung der Vorkommen von seltenen Erden in den USA selbst geht. Und genau dort ist die 100%ige Tochtergesellschaft Western Rare Earths nun Mitglied geworden. Und mit dieser Nominierung, da gehen zahlreiche Chancen. Einmal auf wissenschaftlicher Ebene, aber langfristig auch auf strategischer Weiterentwicklungsebene einher, die für Investoren unglaublich spannend sind. And so it gives us the opportunity to work with some of the brightest minds in the world when it comes to R&D and innovation efforts. So again, this has been part of our strategy to really be part of this push in this rare earth space. It provides us with a voice. We'll be participating, networking, and actively involved with this organization. Okay, fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben hier eine Situation, in der die Nachfrage durch die Decke geht, aber das Angebot kaum mithalten kann. Und wenn es Angebot gibt, dann kommt es vor allem aus der Mongolei, aus China, das heißt aus Ländern, von denen andere Länder abhängig sind. Und diese Abhängigkeit, die kann nur aufgelöst werden, wenn im eigenen Land gefördert wird. Und genau dafür hat American Rare Earths Projekte direkt in den USA für den amerikanischen Markt. Und das ist ein großer Vorteil der Unabhängigkeit. Und zu guter Letzt, das Team, das hat unglaublich viel Erfahrung und bringt die richtigen Menschen mit an den Tisch, um die Projekte auch wirklich erfolgreich umzusetzen. Welche drei großen Argumente Chris Gibbs für ein Investment sieht, die verrät er uns jetzt. Yeah, number one, it's like real estate, location, location, location. We have some great assets in the La Paz project and the Halleck Creek project. Number two, the people. I believe great organizations are made and developed through the people. And that's one thing we're very focused on, is ensuring we bring in the right people and the right team. The third piece, Nico, is really, it's our technology presence. My strategy is a bookend strategy. When I talk the bookend, one is it's about developing the assets through the mining projects and moving those through the normal phases of mine development. But the second part of that bookend strategy is really focused at the leading edge of the technology, being involved at the R&D in terms of disruptive technology and the process, building our processing and technology capability. Was denkt ihr? Welches Potenzial seht ihr in seltenen Erden? Seid ihr bereits investiert oder denkt ihr über ein Investment nach? Lasst es mich gern unten in den Kommentaren wissen und verfolgt die Nachrichten rund um American Rare Earths unbedingt weiter, denn es ist unglaublich viel in Bewegung und die Situation ist sehr dynamisch. Wir halten euch hier bei Axino Capital auf dem Laufenden, damit ihr die wichtigsten Neuigkeiten immer direkt im Blick habt. Deswegen abonniert jetzt gerne den YouTube-Kanal von Axino Capital und besucht doch das Portal mit Firmen-News rund um seltene Erden und den gesamten Junior-Mining-Sektor.